Ja? Wie lief's bei der Gedächtnisprobe? Naja, Edler sagt, es funktioniert. Bell hat sich daran erinnert, die verschlüsselten Daten in Vietnam gefunden zu haben und hat sie fast dekodiert. Irgendwas Nützliches dabei? Anscheinend ein paar Namen, mögliche Spuren. Park versucht, die Punkte zu verbinden. Wir haben nicht viel Zeit. Weiß das Team schon von unserem Missgeschick in Berlin? Nein, aber wenn das mit einem der Namen von Bell in Verbindung steht, finden sie es bald heraus. Das werden sie nicht zulassen, Hudson. Sagen sie nicht mehr als notwendig. Damit hatte ich noch nie ein Problem. Wir sind mit der Analyse der Namen aus Da Nang fertig. Einer sticht im Besonderen hervor. Anton Volkov. Ein russischer Waffenhändler mit Sitz in Ost-Berlin. Seine Verbindung zu Perseus hat uns ziemlich überrascht. Wir haben Befehl, Volkov gefangen zu nehmen oder zu töten. Wenn wir nicht an Perseus rankommen, dann eben an seine Leute. Wir schneiden ihm die Ressourcen ab. Locken ihn aus seinem Versteck. Mason und Woods erledigen noch Angelegenheiten in Kiew. Also gehört Volkov uns. Bereit machen. Wir rücken aus. Mit willkommen zurück zu Call of Duty Cold War. Der MSC ist Volkov schon seit einigen Jahren auf der Spur. Es wäre mir eindeutig lieber, ihn gefangen zu nehmen, statt ihn zu töten. Er kann uns eine Menge Fragen beantworten. Deine Präferenz wurde zur Kenntnis genommen, Park. Nice, Leute. So, und jetzt sind wir halt hier wieder im Hauptmenü. Wir können wieder ein paar Sachen hier machen, mit Leuten reden und ich glaube, wir machen das hier einfach mal. Wir reden erstmal mit Sims, wo wir letztes Mal beim Vietnamkrieg mit ihm waren. Willst du mich unterhalten? Ja, gerne. Sieht aus, als hätte es Vietnam dich... Ich kann nicht reden. Sieht aus, als hätte Vietnam dich fertig gemacht. Machst du Scherze? Hatten wir das nicht eben schon? Mann, ich könnte jetzt so einiges sagen. Nein, vergiss es. Schon gut. Sorry, falls ich dich angegriffen habe, tut's mir sehr leid. Was weißt du über Volkov? Hab vor Jahren versucht, den Scheißkerl zu finden. Auf so einer affigen Konferenz in Italien. All glatt. Wenn du ihn siehst, Lawrence Sims lässt grüßen. Gut, dass er auch vor mir steht. Ja, er ist hier. Hey, du solltest da rangehen. Was gibt's, Edler? Bezüge. Wieder ein Scheck geplatzt? Ich nehme das hier hinten. Kann ich mit reinkommen? Na gut, dann hätte ich. Alter. Okay. Mit dir, Park? Die Daten, die du in Da Nang gefunden hast, sind Gold wert. Ja, finde ich auch. Hast du früher schon mal mit Edler gearbeitet? Hab ich, aber nur kurz. Gemeinsame Interessen. Offen gesagt ist er nicht gerade der angenehmste Kollege. Hast du in den Daten außer dem Namen noch etwas anderes gefunden? Sag du es mir. Nachdem wir sie ausgegraben hatten, brauchtest du 2 Stunden für die Entschlüsselung. Der Name Volkov schien dir besonders wichtig zu sein. Sorry, davon weiß ich nichts. Gibt's noch irgendwas anderes über Anton Volkov? Geboren in Leningrad, reist niemals bei Tage. Er hat eine Schwäche für guten Scotch und antike Foltergeräte. Meine Heimat Scotch. Wird ihm gefallen. Ich glaube, ich möchte ihn persönlich rumführen. Das ist ja super. Ein gutes Gespräch. Ja, dir noch einen schönen Tag. Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Nebenmissionen, optional. Zusätzliche zu deinen nächsten Missionen sind jetzt die optionalen Nebenmissionen Operation Roter Zirkus und Operation Chaos freigeschaltet und an der Beweistafel verfügbar. Ich glaube, die werden wir auch erstmal machen, bevor wir hier uns weiter in die Hauptstory reinversetzen. Dann machen wir erstmal... Ich würde sagen Operation Chaos. Ein Ex-CIA-Agent, Robert Eldridge, ist übergelaufen. Langley glaubt, dass das Arschloch mit Perseus zusammenarbeitet, um einen Spionagering auf US-Gebiet zu etablieren.
Wir haben eine verschlüsselte Diskette von einem seiner Agenten, auf der vermutlich alles draufsteht, was wir über sein Netzwerk wissen müssen. Wir müssen nur rankommen. Wir wissen, wo Eldridge sich aufhält und könnten ihn jederzeit dingfest machen. Aber wenn wir nicht zuerst die Diskette knacken, bleibt sein Netzwerk womöglich intakt. Du könntest auf Missionen Infos finden, die uns helfen, den Code der Diskette zu knacken. Halte die Augen offen. Ah, so Gimmicks, um die Diskette zu entschlüsseln. Wenn wir den Schutz auf der Diskette entschlüsseln, können wir vielleicht den gesamten Spionagering ausschalten. Ja, okay, davon habe ich jetzt keine Ahnung. Darum brauchen wir dich. Hier finden wir noch die Beweise, die wir ja letztes Mal gefunden haben. Cool, cool, cool. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich steigere mich da jetzt nicht so rein. Finde ich geil, dass es in so eine Krautstory mit dabei ist, aber für mich habe ich keine Ahnung davon. Operation Chaos. Warnung. Wenn du vor der Eliminierung von Robert Aldrich die Entschlüsselung der Diskette nicht knackst, könnte sein Spionagering entkommen. Ja, scheiß drauf. Okay. Ich sag Mason und Woods, dass wir soweit sind. Sie werden sich darum kümmern. Laut unserer Quelle ist Eldridge durch Colorado nach Süden ins nördliche New Mexico unterwegs. Dort werden wir seinen Wagen abfangen. Wir lassen nicht zu, dass ein Ex-CIA-Agent eine Spionagefabrik für Perseus leitet. Begraben wir das Arschloch. Ich fasse es nicht, dass Eldridge die CIA verraten hat. Er hat das ganze verdammte Land verraten. Phoenix 2-4, hier ist Phoenix 2-1. Ankunft in 30 Sekunden. Es geht los, Mason. Geladen und bereit. Ziele voraus, übernehme die Spitze. Die glauben, die können sich verstecken. Zeit für eine Botschaft. Licht! Eldridge ist in einem der Wagen! Wir gehen heiß rein! Achte auf Flüchtige! Wir blockieren den Konvoi! 2-1, Feuerschutz geben! Dann auf geht's! Feuer frei! Raus hier, raus! Das ist Sperrgebiet für euch! Ui! Endlich wieder das Geballer. Ich freue mich so sehr. Ey, wollt ihr flüchten? Flüchtlinge dürfen hier nicht lang. Oh Gott, oh Gott. Was zum Teufel? Und ja, ich habe auf den Kameraden gefeuert. Tut mir leid, Spiel. Oh Gott, Alter. Hilfe. Schon im G, da musst du doch richtig viel Feuerkraft haben. Verstanden. Warum schreist du eigentlich so? Ich höre dich doch. Hätte ich die Tankstelle nicht explodieren lassen? Nee, geht nicht. Schade. Weg. Warte, das nehme ich. M16 kann man immer mitnehmen. Sorry, Woods. Sowjetunion heißet uns echt ein. Oh mein Gott. Der hat gerade voll eine Rakete in uns reingeschossen. Ich glaube auch hier eine Multiplayer-Map. Ja, ich habe gerade selber Probleme. Der. Die meisten Level spielen hier auf Zeit. So kommt mir das vor. Woods, warte doch erstmal auf mich. Da hinten ist doch einer. Gut, weiter. Was machen die denn hier im Motel?
Motels sind auch echt gefährlich, muss man ehrlich sagen. Gott, ich gehe einen Stock hoch. Oh, hier ist keine Munition mehr. Schanden. Gott. Wir sehen uns danach für die Extraktion. Eldritch, ja. Steht die Option aus. Komm, Mason. Hier ist es. Töte diesen Wichser. Schanden, ich gehe rein. Und tschüss mit dir, Eldritch. Alter, wie fällt der aus? Okay, reicht doch. Ah, ich muss noch ein Foto machen. Verräterkapitel, also die Scheißseiten. Bitteschön. Hab das Foto. Gut, verpissen wir uns von hier. Ja, schöne Leiche. Werde beschossen, muss beidrehen. Wir kommen schon. Oh, verdammt. Wir haben einen Black Hawk down. Wir haben einen Black Hawk down. Ich weiß, es ist kein Black Hawk. Eine kleine Referenz. Ah. Scheiße, sie heißen uns echt ein. Wie oft sage ich das schon? Weiter. Ja, wir beeilen uns doch schon. Ist nicht so einfach hier. Warte kurz. Ich gehe. Au. Bin drinne. Wie wär's, wenn sich das Ding in Bewegung setzt? Sehr gut, Bruder. Eldritch hätte wissen müssen, dass wir hinter ihm her sind. Aber es kann halt nicht jeder ein verdammtes Genie sein. Okay, sind wir zurück. Reden wir nochmal mit Laser. Reden wir auf der Fahrt, Bell. Okay, dann nicht. Was mit dir, Adler? Gute Arbeit mit dem Namen, Bell. Danke. Hast du Perseus schon mal gesehen? Hab ich sein Gesicht gesehen? Nein. Wir haben nur dieses Foto an der Tafel. Ist über 20 Jahre alt. Er ist hier. Flotter Kerl. Hoffe, er hat sich nicht gut gehalten. Du solltest da rangehen. Oh, jetzt passiert das schon wieder. Meine wieder Güte. Ein Scheck geplatzt? Bezüge? Kann ich mit dir nochmal reden? Merk dir das. Ach, Kacke. Okay, dann machen wir halt weiter. Der MI6 hat das letzte Jahr damit verbracht, eine Gruppe Sowjetagenten aufzuspüren, die in diverse europäische Regierungen eingeschleust wurden. Diese Agenten könnten strategisch positioniert sein, um einen größeren sowjetischen Plan für Europa zu realisieren. Vor kurzem haben wir bei einer Operation Informationen über die Struktur der Gruppe erlangt. Sie wird von drei nicht identifizierten Agenten geleitet. Ihr Betreuer ist der sowjetische Major Vadim Rudnik. Er wurde zuvor mit Perseus in Verbindung gebracht. Wir haben Rudniks Position und können vorgehen. Aber wenn wir nicht vorher seine drei leitenden Agenten identifizieren, riskieren wir, nicht alle eingeschleusten Agenten zu erwischen. Schau dir die Liste mit Verdächtigen hier an. Beweise, die du bei Missionen findest, helfen die drei Agenten zu identifizieren. Wir sollten rausfinden, wer sie sind, bevor wir gegen Rudnik vorgehen. Okay. Also ich kann jetzt selbst aussuchen, wer hier... Der verdächtig ist der hier. Ah, der Alex Sapati. Oh, der kommt aus. Nein. Kann nicht sein. Oh, die aus Ostdeutschland, die sind eigentlich immer echt gefährlich. Deswegen sage ich der und die da. Also Claire Kupperstein, Harvey Spray und Alex Sapati. Die sehen sehr suspicious aus. Komm, wir werden direkt Rudnik ausschalten.
scheiß mal auf hier Beweise und so. Wenn Wladimir Rudnick tot ist, kannst du deine 3 ausgewählten Verdächtigen nicht mehr ändern. Ja, egal. Ränder jetzt. Okay. Woods und Mason übernehmen das Kommando. Offenbar versteckt sich Rudnick in einer abgelegenen Sowjetbasis in den Bergen von Usbekistan. Nicht abgelegen genug. Wir setzen unsere Jungs in der Nähe ab und statten ihm einen Besuch ab. Stürzen wir diesen Perseus-Lakaien zurecht. Rudnick ist besser in der Basis, wenn wir schon den ganzen Weg hierher sind. Das Kommando klang zuversichtlich. Sobald wir den Funkturm gesprengt und für eine Ablenkung gesorgt haben, werden wir es wissen. Na gut, ab nach unten. Spielen wir ein bisschen Verstecken. Okay. Geht's. Wir sind in Position. Roger, hier ist ein Luftpostpaket bereit zur Zustellung. Brauchen nur eine Adresse. Los, markiert den Funkturm für uns. Mason, der Turm ist oben auf dem entfernten Kamm. Verstanden. Funkturm identifiziert. Benutzt das Fernglas, Mason. Hab ich doch. Achso, wir müssen einen Angriff starten. Watcher 1, bereit für einen Angriff. Koordinaten sind unterwegs. Roger, der Scheck ist in der Post. Und Feuer frei. Hallo? Ah. Da kommt es doch. Das wird sie auch. Jetzt geht er runter und macht Rudnick kalt, bevor er entkommt. 13 Minuten. Nicht viel Zeit, den Kerl fertig zu machen. Mason, seil dich ab. Ich gebe dir von hier oben Deckung. Gut. Auf geht's. Bin unten. Los geht's. Oh Gott, sie fangen an zu ballern. Doch treffen können. Okay. Suchen erstmal hier in dem Gebäude. Wir haben 13 Minuten Zeit, Rudnick zu finden. Und natürlich auszuschalten. Ja, hilf mir mal ein bisschen. Dankeschön. Alter, was? Wo war der Kerl jetzt? Gut, ich bin drinne. Eck hier! Meine Güte! Oh, Alter, die können hier raus schon mich wegballern. Oh Gott. Ja, als ob die so treffsicher sind! So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Das Spiel speichert auch echt scheiße. Muss man ehrlich sagen. Gebäude gesichert. Rudnick ist hier nicht. Verdammt nochmal. Geh weiter zum nächsten Gebäude. 11 Minuten noch. Bitte. Ganz ruhig bleiben. Einer weniger. Hey, ich hab ihn noch getroffen. Oh, verdammt nochmal. Wurz, ich brauche deine Hilfe. Die schießen weiter. Oh. Hallo. Fehlt jemand mit? Nö. Sorry, Wurz, aber nein. Wurz, ich gehe rein. Sicher. Scheiße. Der muss doch hier irgendwo sein. Wo denn? Wo schießt denn jemand? Ach, da hinten. Nein, warte mal, das ist hier. Hinterm Gang werde ich hier geballert. Ich bin so verwirrt. Egal.
konzentrieren uns jetzt darauf. Okay. Da kommen welche. Welche hier mit Autos fangen, das wäre geil. Oh, schade. Nicht. Oh, oh, verdammt. Entdeckung. Junge, diese KI. Hilfe, warum kommen denn da so viele? Danke, Rutz, Alter. Ohne dich wäre ich schon längst tot. Warte, warte, warte. Au, 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 au. Junge. Hilfe, Hilfe. Gib mal alle weg. Ja, jetzt, oh! Drei Kugeln kämen mich jetzt auf einmal. Okay, hier ist er nicht. Müssen wir darüber. Alter, ich verstehe nicht, warum ist die KI auf einmal so komisch. Sie kann auf einmal mit drei Schüssen mich killen. Aber dann, wenn ich sie mit drei Schüssen anschieße, dann sterben die gar nicht. Ich habe nur den zweiten Schwierigkeitsgrad. Schrecklich ist das. Ausgeschaltet. Ah, bam. Hey, was geht? Oh, das wird Nick. Tschüss, Rutnik. Ey, hör auf, die zu verstecken. Ich hab Rutnik. Wir brauchen eine Abschlussbestätigung. Warte kurz. Bin hier noch ein bisschen beschäftigt. So, gesichert. Warte kurz. Ein schönes Selfie. Na? Lächel mal, Rutnik. Wir brauchen ein Foto von Rutnik für ja, beruhig dich doch mal. Warte. Schön sein Gesicht. Na? Ja? Sind scharf stellen? Ja. Abschuss bestätigt. Wir haben ein Beweisfoto. Vielleicht können wir es Ihnen beim nächsten Mal auch aufmalen. Gute Arbeit. Evakuierungsheli ist unterwegs. Markier deinen Standort mit Rauch. Evakuierungsheli anfordern. Wirf an einem beliebigen Ort Rauch, um den Evakuierungsheli zur Landung zu führen. Wähle dabei unbedingt eine Stelle, an der du dich verteidigen kannst. Oh ja, dann weiß ich wo. Guck mal, hier war doch gerade die Millennium. Ach egal. Würde hier auf dem Dach direkt machen. Wie kann ich das jetzt aktivieren? Ah da, Q. Der Heli kann erst landen, wenn du die Position. Der Heli braucht nur noch ein paar Minuten. Hab ich doch. So, machen wir ein paar Minen hier rein. Ich bin der Todesengel. Mason, Luftunterstützung ist in Bereitschaft. Ich seh die kaputt gegangen. Ich hab Luftunterstützung. Geil. Die Russen kommen. Ich muss ja gerade übelst lachen. Die Russen kommen. Okay, Zeit die großen Geschütze rauszuholen. Oh, das macht übelst Spaß. Alles bombardieren, jawohl. Oh, kein Treibstoff mehr. Ah, wer schießt die Raketen? Sekunde, ich bin gleich da. Ich hab nicht mehr viel Zeit, mach mal hinne. Verstanden, 3-1. Ich hab noch ein paar Raketen auf Lager. Da war keiner. Das wurde aber auf Zeit. Ich gehe zum Aufnahmepunkt. Hey,
So landet er da. Ich hab den noch darauf gemacht. Wir sehen uns gleich. Warte. Das war guter Rückschritt. Ich wette, Perseus heult mir ein Baby, wenn er hört, dass wir uns den kalt gemacht haben. Und ich hasse dich.